Ja, moin Leute. Im letzten Part haben wir, sagen wir, über Umwege Hateno erreicht und an diesem Baum hier Halt gemacht. Link hatte während des Sturms unter diesem Baum Schutz gesucht, ein Lagerfeuer errichtet und bis morgen gewartet. Gerade hat er noch meditiert und jetzt kann's weitergehen. Wir wollen ja schließlich Hateno sehen. Aber zuvor kletter ich diesen Riesenbaum hinauf. Ich meine, der steht inmitten dieses kleinen Teichs. Da oben muss was sein. Ja, ein Krog. Hätten wir schon im letzten Part gefunden, wenn es nicht so stark geregnet hätte. Ja, hallo. Hi und tschüss. Wie ich sie einfach immer wieder mit den Steinen treffe. Und du bist auch, glaube ich, ein bisschen wahnsinnig, ne? Ein bisschen wahnsinnig. Okay, deine Sache. Dann wollen wir mal. Offiziell sind wir sogar schon in Hateno, auch wenn die Stadt, glaube ich, weiter unten liegt. Oder? Bin ein bisschen verwirrt. Es scheint eine sehr weitläufige Stadt zu sein. Hier oben haben sie halt noch ein paar Farmen. Kann man irgendwie Wolle von diesen Schafen bekommen oder sonst irgendwas anderes? Nee, anscheinend nicht. Ups. Ja, ich habe schon gemerkt, die Tiere, die jemandem gehören, die kann man nicht killen. Hier wird schon wieder ein Schrein angezeigt. Stimmt, irgendwo hier war einer. Oder? Ich dachte, ich hätte einen markiert gehabt. Habe ich aber tatsächlich gar nicht. Hm. Naja. Bietet sich auf jeden Fall an, den zu machen. Dann haben wir nämlich 4 Zeichen der Bewährung und... Ach, da drüben. Ja, das scheint er zu sein. Und mit diesen 4 Zeichen der Bewährung können wir uns dann... ein weiteres Herz holen. Na, wie geht's euch so? Aha, da ist der Besitzer. Oi. Yo! Du bist aber früh unterwegs. Sag, bist du ein Reisender? So, aha, Weißt du, ich habe da eine Aufgabe und du siehst so aus, als wärst du genau der Richtige dafür. Würdest du mir helfen? Kommt drauf an. Jo, also, es tut mir im Herzen weh, aber ich möchte dich bitten, tief im Expa-Wald Hirsche für mich zu jagen. Es gibt einfach zu viele von ihnen und sie zerstören den Wald. Ja, sag das den Leuten von Greenpeace, und ich denke, die werden dich nicht so mögen. Also, erlege bitte innerhalb von einer Minute so viele Hirsche, wie du kannst. Okay, das ist eine ziemlich perverse Sidequest. Allein schon, dass wir Hirsche killen müssen, ist ja schon asozial, aber dann noch so ein Spiel draus zu machen, so von wegen kill in einer Minute so viele wie geht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber gut. Hey, danke. Kannst du sofort anfangen? Sag mal, hast du gelitten oder so? Gibt's einen Trick? Der Trick besteht darin, einen starken Bogen zu verwenden und den Hirsch mit nur einem Schuss zu erlegen. Außerdem ist es wichtig, dass du beim Anpirschen nicht entdeckt wirst. Und? Denkst du, du schaffst das? Ehrlich gesagt, nein, aber okay. Na dann, ich verlasse mich auf dich. Wir können es ja mal probieren. Und wenn wir es nicht schaffen, sind alle Hirsche umsonst gestorben. Dum, dum, dum. Wie Link schon guckt. So von wegen... Ach, fuck, muss ich das jetzt echt machen? Dann wollen wir mal mit der Hirschjagd anfangen. Ich gebe dir Bescheid, wenn eine Minute vorbei ist. Oh Gott, ich muss mich anstrengen. Für die Tiere! Warte mal, erstmal den richtigen Bogen rausholen. Vielleicht nicht unbedingt Feuerpfeile. Ach, keine Ahnung, ob das ein guter Bogen ist. Ich gebe ihm einfach so viel wie geht. So, das ist einer. Edelwild. Besonders großes und gutes Stück Fleisch. Wer das Glück hat, eines davon zu erbeuten, kann Gerichte kochen, die besonders viele Herzen auffüllen. Ja, das ist toll. Da sind noch mehr.
Das Wildschwein ist mir egal, aber die Hirsche sollen wir killen. Verdammt. Der will doch bestimmt mindestens 5 sehen. Ja, jetzt wäre es sinnvoll... Voll ein Arschwein. Jetzt wäre es sinnvoll, das gesamte Ninja-Set zu besitzen. Ihr wollt ja auch alle, dass ich das nachkaufe. Kann ich gern machen. Ich glaube, ich habe einen recht guten Bogen in der Hand, weil der killt instant. Gib ihm Headshot. Boah, das ist so pervers. Diese Zeitquest ist so krass pervers. Wo ist noch einer? Schnell, einen müssen wir noch killen, einen müssen wir noch killen. Nein! Als ob! Der ist mir voll krass ausgewichen. Ach, 4 reicht doch nie im Leben. Oder wird man da nach Anzahl bezahlt oder irgendwie sowas? Ach, scheiße, Mann. Eine Sekunde mehr hätte ich gebraucht. 4 Hirsche, du bist kein schlechter Jäger. Hier deine Belohnung. Na, ja, das ist ja gar nichts. Tja, wir müssen die Zahl der Hirsche im Wald weiter reduzieren. Hilfst du mir wieder? Ja, komm, eine Runde geht noch. Immerhin, ich nehme das Fleisch ja mit. Also umsonst gestorben sind die Hirsche nicht. Ja? Das möchte ich hier auch betonen. Das Fleisch wird schön zubereitet. Bam. Also einer. Ich will jetzt mindestens 5. Vorher höre ich nicht auf. Dieses scheiß Wildschwein irritiert voll. So, die 2 laufen weg, aber das ist nicht so schlimm, weil sich da hinten ja sowieso viele befinden. Crap. Das Problem ist nur, dass ich keine normalen Pfeile mehr habe. Ich werde wohl tatsächlich welche kaufen müssen. Bisschen lame. Scheißdreck. Oh mein Gott, ist das krank. Alter. Der stirbt doch! Alter, der fackelt ab und lebt noch? Als ob? Naja, meine 5 habe ich, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Was kann man denn da kriegen? Kann man überhaupt irgendwas kriegen? Oder ist es einfach nur irgendwas Perverses, was sie hier einprogrammiert haben? Na, das reicht ihm auch nicht. Nee, das reicht ihm auch nicht. Vielleicht gibt's da einen Trick. Eventuell, wenn wir schneller sind und sowas. Also, ich behalte diese äußerst kranke Sidequest-Quest-Male im Hinterkopf. Für den Moment lassen wir das aber mal. Und seht mal, da vorne sind Enten. Es tut mir leid. Oh, oh, wie krank. Alle ausgelöscht. Wie gesagt, alles wird gekocht. Heute gibt's irgendwas Asiatisches auf jeden Fall. Lecker mit Koriander, Curry, tun wir noch rein, Basilikum, Kokosmilch. Lecker, lecker, lecker. Den Typen markiere ich mir mal. Das war mit so einem bösen Zeichen. Weil es ein Arschloch ist. Ah, die hat auch irgendwas für uns. Koji. Hey! Was machst du hier? Schau nicht so ungeduldig. Du siehst allerdings nicht so aus, als hättest du was damit zu tun. Am Hateno-Strand treiben sich Monster herum, die meine Schafe stehlen. Deswegen stehe ich etwas neben mir. Wenn das so weitergeht mit meinen Schafen, dann... Schabernack mit Schafen. Wo? Also wo genau? Wartet mal, ich glaube, man kann sich auch einzelne Sidequests markieren lassen. Genau, A,
Ziel festlegen. Ja. Da ist es jetzt. Okay, dann machen wir das doch mal, oder? Kommt heute schön viel Variation rein. Hallo, alter Mann. Ja. Guten Tag. Ach, guten Tag. Mehr sagt er nicht. Was gibt es? Ich möchte reden. Mit mir? Worüber? Wer bist du? Ich bin einfach nur ein alter Mann. Das ist und bleibt so, auch wenn du dich auf den Kopf stellst. Gibt's sonst noch was? Was ist das hier für eine perverse Gegend? Sieht man das nicht? Ein Bauernhof? Oder meinst du dieses verrückte Haus da oben? Also das? Das ist das Institut. Ey, da müssen wir hin. Dort treiben die Shika irgendwelche verrückten Dinge. Gibt's sonst noch was? Ja, also das, was ihr hier treibt, ist verrückt. Nur so zur Information. Aber jetzt mal ehrlich, ich kenne mich ja nicht so aus, ja? Ist das echt so, dass Hirsche die Wälder zerstören? Oder was labert der da? Aber warum denn? Hey, cool, seht ihr, wie der Hund seinen Schwanz jagt? Der hat gerade voll mit seinem Schwanz gespielt. Süß. Kann man nicht ins Haus rein? Wahrscheinlich, weil sie da überall Hirschkadaver liegen haben. Oder Moment. Da geht's rein. Ja, gut, okay. Na gut. Vermutlich haben sie die ganzen Leichen im Keller. Da will ich dann auf jeden Fall nicht hin. Das Haus sieht normal aus, aber das ist nur Tarnung. Soll ich jetzt zum Institut gehen, oder? Nee. Ich mache erst die Sidequest. Ich habe aus dem letzten Mal gelernt, weil... als ich dann was anderes gemacht habe in Kakariko... wurde die Nebenquest als nicht bestanden. Abgehakt. Das will ich eigentlich nicht nochmal. Sie hat, glaube ich, was von Strand gelabert, ne? Athenus Strand, aber wieso hat sie ihre Schafe am Strand? Ich dachte, die brauchen Gras. Wer bist du? Hey! Ich sehe nichts, wenn du da stehst. Beweg dich! Was willst du denn sehen? Das Shika-Mädchen! Was zum... Ich meine, ein echter Spion verrät nichts. Bring mich nicht dazu, es zu sagen. Shika-Mädchen? Der Typ ist also geil auf irgendein Shika-Mädchen. Erwartet mich da oben etwa ein süßes Püppchen? Würde mich freuen. Alter, das ist echt weit weg. Da soll ich jetzt wirklich runter? Ich kann mich nicht herporten, ne? Vielleicht sollten wir erstmal den Schrein finden, weil dann kann ich mich zu dem herporten. Das ist, glaube ich, eine ganz kluge Idee. Wo war der nochmal? Das ist Hateno. Cool mit den Windmühlen. Die Stadt schauen wir uns auf jeden Fall auch noch genauer an. Alles nach der Reihe. Wieso sagt eigentlich der Detektor, hier drüben bin ich richtig? Ich dachte, der Dungeon ist da vorne. Ey, was eine geile Musik!
Aber die Mucke finde ich richtig nice. Ach, da ist Dungeon. Hä, was ist das andere dann? Oder gibt es hier zwei? Miyamagana-Schrein. So, und hier kann ich mich jetzt herporten, ja? Oder muss man den erst geschafft haben? Tatsächlich. Oder zumindest betreten haben wahrscheinlich. Ja, okay, dann gehe ich halt rein. Oder? Lass mal gucken. Ah, jetzt geht's. Alles klar. Dann machen wir den später. Boah, was ist das für eine geile Atmosphäre hier. Das finde ich ja fast noch epischer als Kakariko. Und das habe ich schon gefeiert. Hab ein bisschen Gänsehaut gerade. Die Städte in dem Spiel sind so nice. Okay, jetzt aber schnell die Sidequest erledigen. Vielleicht kriegen wir den Dungeon dann noch heute reingepackt in den Part. Ich gebe mir größte Mühe. Aber es ist nun mal 5 Kilometer weit weg. Vielleicht erstmal auf den Berg klettern, weil dann können wir nämlich weit fliegen. Außerdem wird da oben sowieso was sein, denke ich. Der Turm ist ja auch nicht weit weg, oder? Naja, gut. Schon noch 30 Kilometer. Boah, ist die Musik geil. Und wir haben immer noch erst, keine Ahnung, 3% oder so vom Spiel gesehen. Ich komme da drauf einfach nicht klar. Wir haben schon über 20 Parts. Alle mit 30 Minuten Länge ungefähr. What the fuck? Was ist denn hier für eine Atmosphäre oben? Total windig. Und ist das Schnee? Sag nicht, dass es hier schon wieder kalt wird. Ich will auf jeden Fall einen Krog finden. Ich gehe nicht umsonst da hoch, ne? Kroggy, Kroggy, wo bist du denn? Kroggy! Kroggy? Hä? Who the hell bist du? Ja. Bist du auch hier, um deine Traumfrau zu finden? Was leben denn für Leute hier? Aber ja, dieses Mädchen im Institut soll heiß sein, habe ich gehört. Ja, ich auch. Aber Fehlanzeige. Bisher hat sich noch niemand hier blicken lassen. Jo, das könnte vielleicht daran liegen, dass du auf einem fucking Berg bist. Es ist ein totaler Reinfall. Liegt der legendäre Liebesteich vielleicht doch woanders? Was zum Teufel. Aber da vorne ist eine Fee. Oh, geil. Ich habe keine mehr. Das bietet sich also an. Die mitzunehmen. Warum kommt meine Traumfrau denn nicht? Ist das etwa ein Zeichen, dass ich mich selbst auf die Suche machen muss? Es ist der falsche Ort. Oh. Was? Ja, stell dir vor, wie traurig er jetzt guckt. Also gut, wir finden hier wohl keinen Krog, nur einen Wahnsinnigen und ein paar Feen. Aber hey, will mich nicht beschweren. Und mir fällt jetzt erst auf, dass diese Pfütze hier aussieht wie ein gebrochenes Herz. Oh. Nein, komm her, Fee, Fee, Fee. Nein, warum ist die jetzt weg? Ach Mann, oh. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass irgendwo in der Nähe noch ein Krog ist, aber ich will jetzt auch nicht so lange hier rumschlawenzeln. Ja, nur Müll rausgekommen. Was sehen wir denn von hier aus? Ah, da vorne ist der Turm. Okay. Da drüben ist auch noch irgendwas, inklusive Dungeon. Aber wir wollen ja zum Strand. Und der liegt da. Da ist auch noch ein Tempel. Auf einer Insel? So weit im Wasser? Was?
Wobei, wenn ich von hier aus losfliege, könnte ich den sogar erreichen, oder? Wie viele Tempel hier sind. Krass. Ja, aber... wir haben erstmal ein anderes Ziel. Sucht er ernsthaft auf diesem Berg seine Traumfrau, alles klar. Sind schon sehr seltsame Leute hier in Hateno. Irgendwie. Die Ausdauer reicht vermutlich nicht ganz aus. Ich glaube, ich sehe die Schafe. Da vorne bei dem Baum. Das ist zu weit weg. Es sei denn, wir helfen nach. Na, das reicht auch nicht, ne? Bloß nicht ins Wasser fallen mit keiner Ausdauer, sonst werden wir wieder ganz zurückgesetzt. Das darf man nicht vergessen. Ja, dann muss ich das essen. Hilft nix. Da sind Echsen. Oh, hoffentlich mischen die sich nicht ein. Also hier sind wir richtig. Ja, ich sehe schon die Arschlöcher da unten. Wie sie sich geil fühlen. Ah, wartet. Oh, ich heiz dich ein! Oder. Oh, verdammt, bin abgestürzt. Super. Na gut, aber das sind ja keine starken Gegner, die. Aua! Sagte er und lässt sich von denen erwischen. Es sind nicht starke, aber viele Gegner. Vorsicht, die können auch die Bomben zurückschleudern, das dürfen wir nicht vergessen. Ach, vielleicht sollte ich nicht auf eine Nahkampfwaffe gehen, sondern auf den Feuerstab, der sich bislang eigentlich immer bewährt hat. Aber warum fackel ich mich selbst ab? Verdammte Scheiße, nein! Oh mein Gott, Drama, Drama. Direkt eine Fee verloren. Deswegen spielt man nicht mit Feuer, liebe Kinder. Moment, sie sehen mich nicht. Sie sehen mich nicht. Es kommt da zurück. Oh, was ein epic Fail. Goddammit! Exallanze. Die am weitesten verbreitete Lanze unter Exalfos. Charakteristisch ist die schartige Spitze. Wegen ihrer geringen Haltbarkeit keine sehr verlässliche Waffe. Ja, ich nehme es aber trotzdem mit und schmeiß es dann auf den Typen da mit dem verflixten Horn. Und jetzt reicht's mir! So. Wenn ihr mit Lanzen kämpft, dann mache ich dasselbe! Oh, schön. Gib ihm Link. Und nachsetzen. Bombe. Eigentlich solltest du sie werfen, aber... Ja, der wollte sie gerade in meine Richtung kicken. Habt ihr es gesehen? Vorsichtig, bloß nicht nochmal down gehen. Aber die sind stark. Ich habe sie unterschätzt. Mein Fehler. Oh Gott! Also in diesem Kampf bin ich leider das erste Mal richtig schlecht. Den Bombenpfeil nicht getroffen. Was ein Fail. Was soll ich machen? Bin ein bisschen in Panik wegen seiner Lanze. Die ist heftig, weil sie so eine Range hat, ey. Der hat aber getroffen. Machen wir was essen. Gut, dass ich so viel Stuff bei mir habe. Ja, hier, gönn dir mal Abwehr. Das ist, glaube ich, genau das Richtige jetzt. Und ein Bogen. Mit normalen Pfeilen. Habe ich keine mehr? Okay, dann Feuer. Scheiße, der ist genauso schnell wie ich. Oh Gott, das läuft alles schief. Und die haben da noch ein ganzes Lager. Okay, das war wenigstens ein guter Treffer. Aber hat kaum Schaden gemacht. Warum? Noch so ein Typ mit einem blöden Horn. Sei still. Es ist so dunkel, die sehen mich wenigstens nicht richtig. No! Meine Bombe!
die ist jetzt leider voll daneben gegangen. Geh da hoch! Link, du... So, und von hier oben können wir jetzt den hier machen. Und direkt nachsetzen, schnell! Weg! Wieso halten die so viel aus? Am Bogen liegt's nicht. Vorhin hat er mir nur Pech gebracht, der blöde Stab, aber ich werde mich trotzdem nochmal auf ihn berufen. Moment, ich muss ein bisschen Zeit schinden. Ja, perfekt. Und jetzt... Stirb! Oh mein Gott, völliger Fail. Obwohl, der ist so dumm und ist reingerannt. Jetzt verbrennt er. Ja, okay. Also in diesem Kampf haben anscheinend nur Vollidioten teilgenommen. Inklusive mir. aber muss auch mal sein. Bis jetzt lief eigentlich immer alles ganz gut in den Battles und ja. Erstes Mal Katastrophe. Wenn ich in Hateno bin, dann sollte ich mir auch dringend Pfeile kaufen. Das hat mir jetzt nämlich echt Probleme gemacht, dass ich keine normalen Pfeile mehr hatte. Alter. So, die Schafe sind gerettet, ja? Will ich doch hoffen. Aber der Strand ist cool. Wenn wir dann im nächsten Part den Dungeon machen, werde ich mir garantiert ein Herz holen. Als Belohnung. Auf jeden. Das geht so nicht weiter. Hm, Rhodonit. Sehr schön. Hab ja ohnehin vor, jetzt alles zu verkaufen. Und dann werden wir uns neue Rüstung gönnen. Oh, auf dieses Strandgebiet freue ich mich auch schon. Mega nice. Ist da auf der Palme ein Stein? Nee, oder? Nee, ich habe mich verguckt. Aber eine Palmfrucht. Sehr gut. Feuerstein. Und noch mehr leckeres Essen. Okay, Guys. Viel Spannung und Action am Ende. Bis zur nächsten Folge, dann sieht man sich wieder in Hateno.